So, komm. Ja, weiter. So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gibt es eigentlich eine Sitzt, passt, wackelt und hat Luftversicherung? Herzlich willkommen in der Regionalliga Südwest. Erstes Testspiel für die TuS Koblenz in der noch jungen Sommervorbereitung. Und es geht direkt mit einem richtigen Kracher los. Denn die Schengel sind zu Gast in Eschweiler-Dürwies und testen gegen den TSV Alemannia Aachen, einem absoluten Top-Favoriten der Regionalliga West. Und die Aachener mit neuer Mannschaft gehen früh in Führung. 1:0, erste Spielminute. Marc Brasnic bringt die TSV Alemannia in Führung. 35 Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt gespielt und die TuS im frühen Rückstand. Aachen machte von Beginn an ordentlich Druck. 5. Spielminute. Brasnic gut durchgesteckt in die Spitze. Und der Abschluss landet beim Pfosten. Nachschussgelegenheit aus der zweiten Reihe und passt mit einer absoluten Glanztat. Dustin Wilms prüfte da zunächst einmal das Aluminium, dann der Abschluss aus der zweiten Reihe. Toll vereitelt. Auf der anderen Seite Lukas Müller, der Neuzugang der Schengel mit einem starken Kopfball, prüft da direkt einmal Jan Strauch im Kasten. Der Aachener, der allerdings zeigt sich auf dem Posten. Die 17. Spielminute, jetzt die TuS deutlich besser in dieser Begegnung, in der Aachen zweifelsfrei mehr Ballbesitz hatte, doch die Schengel durchaus das ein oder andere Mal sich hinter die Kette zu kombinieren wusste. 26 Minuten gespielt, jetzt wieder die favorisierten Aachener. Und das ist gut gespielt, Marc Brasnic trifft allerdings den Ball nicht. Dann gab es eine kurze Trinkpause nach einer halben gespielten Stunde. Wenige Sekunden läuft diese Begegnung und Brasnic frei vor Bast, allerdings auch hoch abseits verdächtig. Allerdings zählt das Tor. Brasnic mit dem 2:0 für Aachen aus abseits verdächtiger Position, im Kamerabild nicht ganz aufzuklären. Im Zweifel immer für den Angeklagten. Brasnic zum 2:0 für die Alemannia. Die TuS wird jetzt also eine Antwort finden müssen. Das ist Esmel mit Erion Schaciri. Guter Steckpass auf Wingender und jetzt geht die Fahne hoch. Aber das, liebe Freunde, das können wir auflösen, denn das ist eine klare Fehlentscheidung. Nochmal die Wiederholung. Hier der Pass von Schaciri. Wingender klar nicht im Abseits. Der wäre auf und davon gewesen, eben wie auch auf der anderen Seite zuvor. Brasnic hier allerdings auf Abseits entschieden. Aber weitermachen, Schengel, denn auch die Alemannia macht hier weiter mit der letzten Aktion in Durchgang 1. Der nächste Aluminiumkracher. Aachen einfach eine absolute Top-Mannschaft. Das zeigen sie hier einmal mehr. Glück für die Schengel, dass man nicht mit einem 3-Tore-Rückstand in die Kabinen geht. Kommen mit Ahmed Çenay, der sich den Ball da gut vorlegt. Savané, Çenay und die Hereingabe. Schaciri, nur noch 2:1. Und jetzt waren gerade einmal 15 Sekunden gespielt in Durchgang 2, ehe die TuS Koblenz hier verkürzt. Auf einmal also alles wieder drin in Eschweiler. Die Schengel machen das gut, schneller, direkt vorgetragener Angriff über die rechte Seite. Und dann Erion Schaciri in Torjägermanier. Nur wenige Minuten später, es läuft Spielminute 55, wieder die TuS im Umschaltspiel und wieder Schaciri, Ausgleich! 2:2, Doppelpack Erion Schaciri in Spielminute 55 und das macht er richtig, richtig gut, überlupft da seinen Gegner und keine Chance für den Torwart an dieser Stelle. Erion Schaciri bringt die TuS aber mal so richtig ins Spiel. Aachen folglich jetzt wieder mit erhöhter Schlagzahl, wissen, dass sie zu wenig getan haben. Der Abschluss aus der zweiten Reihe von Dustin Wilms allerdings noch zu ungefährlich. Christopher Hauswald, ein Testtorwart der Schengel, ist hier zur Stelle. Die nächste Gelegenheit, wieder ist Aachen im Vorwärtsmarsch und wieder zeichnet sich hier Hauswald nach dem Abschluss von Dustin Wilms ab. Erstklassige Parade vom Testtorwart
Der Schengel, der dann allerdings wieder gefordert sein sollte, nur wenige Sekunden später bei diesem Abschluss allerdings dann chancenlos. Bastian Müller mit dem 3:2 für Alemannia Aachen. Nichts zu machen da für den großgewachsenen Keeper im Trikot der TuS Koblenz, und auch die TuS-Defensive hat da wahrlich wenig Abwehrmöglichkeiten. Ein traumhaftes Tor von einem hochklassigen Fußballer. Nur 3 Minuten später, Aachen jetzt wieder im Vorwärtsmarsch über Brasnic. Immer noch Brasnic, der Abschluss über den Kasten. Da hat dann doch zu viel gefehlt. Die 76. Spielminute, mittlerweile auch Ayman Shalul in der Begegnung drin, und Wingender, der steht noch seit Beginn des Spiels auf dem Platz, prüft da den gegnerischen Tormann, der allerdings auf dem Posten. 79 Minuten gespielt, jetzt nochmal Aachen im Vorwärtsgang, kommen über die Außenbahn, die Hereingabe nicht ungefährlich, aber die TuS-Defensive ist da, kann diesen Ball hier abwehren. Und sonderlich viel mehr sollte dann auch nicht mehr passieren. Nochmal der Abschluss von Brasnic. Allerdings die Schengel hier zur Stelle und können dann diesen Einschlag auch verhindern. Sonderlich viel mehr sollte dann nicht mehr passieren. Nach 93 gespielten Minuten ist das erste Ergebnis in der Sommervorbereitung in Stein gemeißelt. Die TuS Koblenz unterliegt einem absoluten Titelfavoriten der Regionalliga West, nämlich dem TSV Alemannia Aachen. Mit 3:2 hat sich hier aber keinesfalls irgendeine Blöße gegeben.